Das Wort hat nun Rosi Hein für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat beginnen. Bei Nachhaltigkeit geht es um die Erreichung von Generationengerechtigkeit, sozialem Zusammenhang, Lebensqualität und Wahrnehmung internationaler Verantwortung. So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, steht es im Bericht der Bundesregierung Bildung für nachhaltige Entwicklung, der vor mehr als einem Jahr bereits von der damaligen Bundesregierung verabschiedet wurde. Er beschreibt die Aktivitäten der Bundesregierung in eben dieser UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung, und zwar zur Halbzeit. Und er hat in der Tat eine Reihe beachtlicher Ergebnisse aufzuweisen, auch wenn man sagen muss, dass einiges aus deutlich älteren Programmen stammt. Insbesondere ist es gelungen, durch zahlreiche Programme und Initiativen umweltbewusstes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen deutlich zu befördern. In meinem Wahlkreis in Magdeburg beteiligten sich Schulen am 50-50-Programm. Das ist ein Programm zur Energieeinsparung, und sie sind da sehr engagiert. Ich finde das gut. Aber der Bericht spricht nicht ohne Grund von einem ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Entwicklung, der soziale und demokratische Aspekte ebenso umfasst wie das Wissen um eine umweltbewusste und gesunde Lebensweise. Wer nämlich über kein ausreichendes Einkommen verfügt, der kann sich trotz besseren Wissens nicht immer umweltbewusst verhalten und gesund leben. Und er kann auch fair gehandelte Produkte oder ökologisch hergestellte Produkte unter Umständen nicht erwerben, wenn er die Mittel dazu nicht hat, denn die sind etwas teurer. Gute Bildung ist eine entscheidende Voraussetzung für soziale Teilhabe, also für die Möglichkeit, auch entsprechend nachhaltig zu handeln. Und darum muss Bildung für nachhaltige Entwicklung unbedingt auch nachhaltig sein. Also Bildung muss selbst nachhaltig sein. Und das ist sie nur, wenn der Zugang zur Bildung auch für jede und jeden gleichermaßen möglich ist. Davon aber ist Deutschland weit entfernt. Hier ist der Nachholbedarf am größten. Individuelle Förderung schon im Kindergarten und in der Schule, damit Schulabschlüsse nicht mehr nachgeholt werden müssen. Das wäre nachhaltig und zudem preiswerter. Hierzu hat der Bericht nur eine lapidare Feststellung übrig, aber keine einzige Idee. Und das kritisieren wir daran. Es wundert uns schon, dass die Notwendigkeit des Nachholens von Schulabschlüssen nicht im Berichtsteil des Bildungsministeriums zu finden ist, sondern in dem des Arbeitsministeriums. Wie übrigens ja auch die Bildungschipkarte im Arbeitsministerium verhandelt und ausgehandelt wurde und nicht beim Bildungsministerium. Und wir stellen uns schon besorgt die Frage, ich habe das in meiner letzten Rede schon mal getan, ob das Bildungsministerium sich für Bildung nicht mehr zuständig fühlt oder sich abschaffen will. Ich finde, darüber muss man mal ernsthaft nachdenken. Überhaupt gewinnt man den Eindruck, dass das Thema der nachhaltigen Entwicklung und des Beitrages der Bildung dazu innerhalb der Bundesregierung wenig aufeinander abgestimmt ist. Die Berichte der einzelnen Ministerien stehen ziemlich unverfänglich und unabgestimmt nebeneinander. So stellt die Bundesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen fest, eine Schule für alle macht ein Umdenken in unserem Bildungssystem erforderlich. Eine Schule für alle, das finde ich völlig richtig. Aber als wir auf diese Aussage hin im Bildungsausschuss nachgefragt haben, da hatten wir den Eindruck, als ob das zuständige Bildungsministerium diese Aussage zum ersten Mal hört. Ja, also wir haben darüber schon öfter gesprochen, aber irgendwie haben wir auf unsere Frage keine Antwort bekommen. Wir hatten das Gefühl, das hat noch gar keiner gelesen, dass das da drin steht. Ich finde es ja gut, dass es drin steht, aber weiter ist es offensichtlich noch nicht durchgedrungen. Es geht aber noch weiter. Der Nationale Aktionsplan für ein kindgerechtes Deutschland 2005 bis 2010 setzte ehrgeizige Ziele. Dazu gehören ein Aufwachsen ohne Gewalt und mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Davon muss man in Stuttgart noch nichts gehört haben. Was meinen Sie eigentlich, welche nachhaltigen Demokratieerfahrungen die Schülerinnen und Schüler bei ihrer angemeldeten Demonstration gewonnen haben? Was der Polizeieinsatz dort zerstört hat, können Lehrerinnen und Lehrer in noch so vielen Sozialkundestunden nicht wieder reparieren. Und wer dafür Belege sucht, der schaue sich bitte die Internetzeitung der Schülerzeitung der Spießer an. Die UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung stand in der ersten Hälfte der Dekade immer jährlich unter einem bestimmten Thema.
So zum Beispiel 2008 Wasser, 2009 Energie und 2010 Geld, wie passend. Ich finde, die verbleibenden Jahre sollten anderen Themen gewidmet werden, zum Beispiel dem Thema soziale Chancengleichheit und dem Thema demokratische Teilhabe. Wenn das ins Zentrum der Bemühungen der Bundesregierung gestellt würde, würde man auch dem Eingangsziel, das ich vorhin zitiert habe, der Generationengerechtigkeit und dem sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft besser gerecht werden. Aber die Themen haben Sie schon durchgeplant. Vielleicht ist es aber auch ein Grund, noch einmal darüber nachzudenken. Ich danke schön.